Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute der letzte Teil. Heute beenden wir die Raumstation. Ich mache gerade wieder die ganzen Teile weg, die wir nicht brauchen. Und dann nutze ich wieder den Bug vom letzten Mal, wo ich dann die Teile in den anderen Bauplan hineinkopiert habe. Ja, die Raumstation ist wunderschön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, sie gefällt mir sehr. Und ihr werdet es später natürlich auch noch selber sehen. Wieder ein Kommentarvideo. An sich gefallen mir diese Videos sehr. Ich kann das Videomaterial vorher schon machen und später dann drauf sprechen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr weiter solche Kommentarvideos haben wollt. Ja, Abstimmung gibt es ja leider nicht mehr. Die hat YouTube ja abgeschafft. Ist doof, aber kann ich nicht ändern. So, da kopiere ich das gerade rein. Wie immer gedrückt halten, das was ihr braucht. Dann den Bauplan laden und dann habt ihr es auch schon. Natürlich muss ich jetzt die Hülle ein bisschen sehr viel größer machen. Ja, das ist sehr groß. Auch ein bisschen schwer, also am Ende hatte ich kaum noch Treibstoff in der ersten, in der zweiten Stufe. Ja, ich brauche sogar die ganz weiten Hüllen. Sonst hätte es nicht geklappt. Ja, das reicht tatsächlich noch nicht. Es ist wirklich sehr groß, das Solarmodul. Es ist nicht schwer, aber es ist groß. So, ich habe das mal zum Vergleich daneben gestellt, damit ich gucken kann, wie groß die Hülle sein muss. Also auf 1 auf jeden Fall noch. Aber dann sollte es auf jeden Fall klappen. So, noch ein großes Stück dazwischen und so ein kleines 12 breites Stück noch. Dann natürlich alles markieren und metallisch einfärben. Ja, jetzt muss ich das wieder alles markieren, um es reinzuschieben. Und danach kommt der orangene Tank dran. Ja, etwas höher gesetzt, damit ich das auch leicht an die Rakete befestigen kann mit diesem 12er strukturellen Teil und eine kleine Andockschleuse, damit ich es leicht entfernen kann. Dann habe ich jetzt hier so einen kleinen Turm gebaut. Tatsächlich habe ich den noch größer gemacht. Ich musste halt den Tank etwas höher setzen, weil wir es sonst nicht an das Forschungsmodul ranmachen können. Und ja, das hole ich jetzt. Mal gucken, ob das reicht. Also es wird auf jeden Fall reichen, ich weiß es ja jetzt. Es war gut, dass ich es so hoch gemacht habe. Sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus. Deshalb habe ich das einfach noch ein bisschen ausgeschmückt mit so einem kleinen Muster drinne. Ja, ich habe das immer wieder so schräg gemacht. Ich habe das nochmal verändert, dass es dann so eine Art Karo-Muster ergibt aus diesen etwas breiteren Teilen. Ich verschiebe das alles nochmal ein bisschen. Es sah nämlich nicht so toll aus. Und jetzt haben wir hier dieses Karo-Muster. Ja, das war's auch schon mit dem Zusammenbau. Ich zoome jetzt nochmal raus, zeige es euch nochmal und dann gehen wir zum Flug über. So, da fliegen wir auch schon los. Wie immer ein ganz gewöhnlicher Flug. Wir bringen das zur Raumstation und landen natürlich beide Stufen wieder. Die Rakete ist ein bisschen schwer weiter oben in dem großen Treibstofftank. Deshalb ist es mir auch einmal weggeknickt. Deshalb musste ich da die Aufnahme nochmal starten. Ja, passiert nun mal.
kann ich leider nicht ändern. Also ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. So, die erste Stufe wird zurückgelassen, zweite Stufe zündet und wir fliegen einfach weiter. So, wir sind im Weltraum, können jetzt die Hülle entfernen. Ja, sieht schon ein bisschen komisch aus mit diesen vielen strukturellen Teilen da. Aber es ist auch nötig. So, da haben wir gleich unseren Orbit. Da ist er auch schon. Jetzt gehen wir schnell zurück zur ersten Stufe und landen sie mal. Das ist mal wieder eine wunderschöne Landung geworden. Also langsam kriege ich es echt gut hin. Dazu werde ich auch noch ein Tutorial-Video machen, wie ich so meine Raketen wirklich lande. Ich meine, ich erzähle es 1000 Mal. Bei 10 Kilometern die Düsen zünden, sehr stark verlangsamen. Bei 3 Kilometern dann die Landebeine. Und bei 2 die RCS-Düsen. Aber, naja, ich werde trotzdem eins noch dazu machen. So, Landeanflug. Bin mal wieder viel zu schnell. Viel zu langsam. Deshalb musste ich öfter die Düsen ausmachen. Aber egal, wir haben es geschafft. Auf einem kleinen Berg gelandet. So, das ist die Raumstation, die ist halt noch nicht fertig, als Ziel setzen. Wir haben da so ein bisschen, naja, einen ineffizienten Flug, deshalb spule ich ein bisschen vor und drehe mich natürlich einmal um. Und dann beginne ich einfach mit nur 50% Schub, weil es sonst viel zu schnell geht und ich wahrscheinlich drüber fliegen werde. Deshalb habe ich auch ein bisschen damit gespielt, mit den RCS-Düsen auch. Einmal fokussiert und dann natürlich immer näher gekommen an den Rest der Raumstation. Einmal umgedreht und dann auch gleich die Düsen aktiviert, damit wir nicht einfach nur ein Rendezvous haben, sondern auch dicht beieinander bleiben. Ja, ansonsten eigentlich immer diesen Vorschlägen von den Berechnungen folgen. Dann klappt's schon. Und ihr seht, da haben wir es wieder. Das zweite Rendezvous. Ich hätte noch eine Runde warten sollen, aber so klappt das natürlich auch. Ja, einmal umdrehen, weil ich bemerkt habe, dass ich falsch rum bin. Und jetzt glitschen wir uns einmal durch die Raumstation durch. Das macht es leichter, als einmal drumherum zu fliegen. Und hier nochmal durchglitschen. Und dann docken wir auch gleich an. Und da haben wir es. Angedockt. Schnell mal speichern. Dann abdocken und das Solarmodul andocken. So, das Solarmodul ist jetzt auch angedockt. Nochmal schnell speichern. Es kann hier eine Menge schief gehen. Dann nochmal überall die Treibstofftanks füllen und abdocken. Bisschen wegfliegen mit den RCS-Düsen und die Solarzellen öffnen. Ja, das ist die Raumstation. Sie ist wunderschön geworden. Ich freue mich, dass sie so schön aussieht. Jetzt müssen wir nur noch die zweite Stufe landen.
Und ja, da habe ich ein bisschen sehr wenig Treibstoff. Trotzdem hat alles gut geklappt beim zweiten Versuch. Nee, Spaß. Ich habe irgendwie 5 Versuche dafür gebraucht, weil ich viel zu wenig Treibstoff hatte. So, da verlassen wir den hohen Erdorbit und verlassen auch direkt den schwachen Erdorbit. Ja, docken das ab, brauchen wir nicht mehr. Und dann fliegen wir zurück zur Erde. Ja, wie gesagt, jetzt kommt der etwas schlechtere Part. Ihr seht 2% an Treibstoff. Das ist viel zu wenig zum Landen, aber ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. Es geht nämlich darum, je höher ihr seid, wenn ihr sehr weit oben seid und die Düsen aktiviert, dann verschwendet ihr komplett Treibstoff. Ja? Ihr verschwendet Treibstoff und das braucht ihr nicht. Deshalb habe ich wirklich bis zur allerletzten Sekunde gewartet, bis ich die mittlere Düse gezündet habe. Ich hätte auch die 3 anderen Düsen noch mitzünden können. Dann wäre es noch mal schneller gegangen. Aber naja, schaut erstmal zu, wie ich hier gefailt habe. Nochmal schnell einmal abspeichern. Das war ja auch nötig. Ich hab's auf den normalen Weg erstmal versucht. Normal würde ich jetzt nicht sagen. Ihr seht, ich hab's versucht. Aber es war sehr knapp, ja. 5 Versuche später oder so habe ich es nochmal versucht, wirklich in allerletzter Sekunde zu zünden. Und es hat tatsächlich gut geklappt. Schaut hin. Moment. Da. Treibstoff leer, gelandet. 0% Treibstoff. Ja. Das war's mit der Folge. Das war der Satellit. Hier ist die Raumstation. Sehr schön geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.